Wie gewünscht beginne ich ab heute mein Buch zu teilen. Hast du alle Zeit der Welt oder doch nicht? Finde es heraus. Viel Spaß dabei. Mein Erleben, Beleben. Lebensbereicherung, Life Enrichment von Josef Lienbacher. Eine Warnung vorab. Die kommenden Zeiten können dein Leben massiv ändern und dein Denken grundlegend beeinflussen. Wenn du dir wirklich sicher bist, wirklich bereit bist, wenn du wirklich tief in dir diesen Tatendrang spürst und deinem Leben eine wundervolle Wendung geben möchtest, dann bist du hier genau richtig. Du gehörst somit zu der Elite. Du gehörst zu den 5% der Bevölkerung, die aktiv ihr Leben in die Hand nehmen. Du bist ein Lebensunternehmer. Ich wünsche dir viele anregende, neue Gedanken und einen life-changing Moment. Viel Erfolg, dein Josef Lienbacher. Ich habe alle Zeit der Welt, oder doch nicht? Ralf Krüger schreibt in seinem Buch Team Life: Es ist eine Tatsache, der kostbarste persönliche Schatz jedes Menschen ist seine Zeit. Und niemand weiß, wie groß dieser Schatz ist und wann er aufgebraucht sein wird. Man kann von seiner Zeit weder weitere ankaufen, noch vorhandene verkaufen, weder anmieten noch vermieten. Zeit ist ein sich permanent verändernder Zustand und verlorene Zeit ist unersetzbar. Weil Zeit so etwas Wertvolles ist, müssen wir lernen, den Umgang mit ihr so effizient wie möglich zu managen und zu gestalten. Täglich werfen zu viele Menschen zu viel Zeit ungenutzt weg, weil sie sich mit unwichtigen, irrelevanten Dingen abgeben und beschäftigen. Jeder Mensch sollte für sich herausfinden, was für ihn wichtig ist, was für ihn im Leben zählt und sich dann darauf konzentrieren. Damit bereichert er sein Leben. Will jemand ein reiches Leben haben, fängt er besser gerade jetzt damit an, seine Zeit richtig zu nutzen. Was macht Ralf Krüger damit klar? Sobald der Mensch begreift, dass er nicht unsterblich ist, bekommen die Dinge eine neue Priorität zugeordnet. Der Tod relativiert ungemein. Halte dir vor Augen, dass du sterblich bist. Was möchtest du, dass deine Verwandten, Freunde bei deiner Grabrede über dich sagen? Das schafft ein klares Bild, in welche Richtung du in deinem Leben gehen willst. Sehen wir uns an, womit wir im Durchschnitt unsere Lebenszeit verbringen. Ich lasse diese Zahlen für sich selbst sprechen und gehe später auf Optimierungsmöglichkeiten ein. Angenommen, du hättest noch 20 Jahre zu leben und möchtest zum Beispiel eine Weltreise machen, zu Weihnachten alle Verwandten einladen, eine Firma gründen, jährlich in den Urlaub fahren, dann sage dir nicht, dass du noch 20 Jahre dafür Zeit hast, sondern du hast nur noch 20 Mal die Gelegenheit. Warte nicht auf ein Nahtoderlebnis, auf einen Herzinfarkt oder Schlaganfall. Nütze deine Zeit sofort. Gib dein Bestes. Conserve your time. Carpe diem. Plötzlich ist zum Beispiel die Familie wieder wichtig. Man schaut wieder auf seine Gesundheit. Man möchte glücklich sein. Das war der erste Teil einer langen Reihe. Unterhalb des Videos findest du den passenden Textausschnitt zum Download. Im nächsten Video geht es um dein Glück und wann Erfolg glücklich macht. Ich freue mich über jedes Kommentar, gerne auch Anregungen, dann können wir gemeinsam wachsen. Bitte abonnieren und gleich rechts daneben auf die Klingel drücken. Dann bekommst du jedes Video und hoffentlich einen life-changing Moment. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, nutze deine Zeit, dein Josef Lienbacher.